Hi, hier ist der Frank. Oh, jetzt ist noch ganz dunkel. Wartet, es wird erstmal hell hier in der Bude. Kommt man mit den ganzen vielen Fernbedienungen irgendwie völlig durcheinander. Heute erstes Setup ohne Kamerafrau. Wollen wir mal gucken, wie das hier so funktioniert als One-Man-Show. Also, sei willkommen in einem neuen Video vom foodbloghamburg.de. Wir werden heute kleine Brötchen backen, wunderschöne kleine Brötchen. Die sind glutenfrei und low-carb. Und los geht's. Einmal kurz unser Jingle und dann geht's sofort los. So, ich bin ja mal gespannt, wie weit wir kommen, weil ich habe die ganzen Tage über schon immer versucht, ein Video zu drehen, aber es ging erst aus technischen Gründen nicht, weil halt alleine und ich halt nicht genügend Hardware hatte, jedenfalls nicht alles, was ich brauche. Und dann habe ich jetzt eine Baustelle hier im Haus und die machen da Lärm ohne Ende, ey, ich werde wahnsinnig. Jetzt ist gerade mal ein Augenblick Ruhe, machen wir mal gucken, wie lange das dauert, bis der Bohrhammer wieder losgeht. Also ich habe jetzt mal hier 200 Gramm Magerquark in meine Schale getan. Jetzt tue ich hier nochmal 200 Gramm Frischkäse dazu. Schwupp, schwupp. Jetzt kommen noch zwei Eier dazu. Und jetzt muss ich mir erstmal Hände waschen gehen, weil ich hasse Eiweiß an den Fingern. So, jetzt tue ich hier auch noch mal 30 Gramm Flohsamenschalen dazu. Das kommt alles gleich mit zu unserem Teig dazu. Und jetzt tun wir da noch mal eben 30 Gramm Chiasamen zu. So, den Lärm mal kurz ausstellen. Ich werde jetzt hier nach und nach die geraden abgemessenen Zutaten zutun und dann geht das gleich weiter mit Sprechen. Jetzt wird es aber erstmal wieder eine Runde laut. Ich habe das jetzt schon mal ein bisschen rühren lassen. Jetzt tue ich da mal eben noch schnell einen Teelöffel Backpulver dazu. Und dann dreht das mal weiter. Ein halber Teelöffel Salz kommt auch noch dazu. So, mein Teig ist jetzt schön gleichmäßig verquirlt. Ich nehme den jetzt hier einfach mal raus. Und dann muss der noch mal für gut 15 Minuten gehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Viertelstunde ist um. Mein Teig ist noch hier drin. Der ist jetzt, der hat so eine Viertelstunde geruht. Ich habe in der Zwischenzeit meinen Backofen angemacht. Umluft, 150 Grad. Und ja, der ist heiß. Aber es ist immer noch dunkel da drin. Ich habe immer noch keine neue Glühbirne dafür gekauft. Ich werde jetzt den hier rausnehmen, werde den gleich zu so einem langen Zylinder formen und werde den dann in 6 gleichmäßige Teile teilen. Los geht's. So, jetzt nehmen wir mal eben schnell den Teig hier raus. Normalerweise habe ich ja so eine Silikonfolie am Start. Die hat heute gerade Urlaub. Deshalb kann ich die heute halt leider nicht nehmen. Aber ich glaube, das geht auch ganz gut ohne. Ich forme daraus jetzt halt so ein langes Brot und werde das dann gleich in 6 Teile teilen. So. Hälfte wäre ungefähr hier. So. Und dann machen wir da 3 Teile draus. 1, 3 und das gleiche machen wir hier nochmal. Wunderbar. Ich glaube, das wird ein kleines Brötchen hier. Mal sehen, nehmen wir ein bisschen was weg. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. So, das sieht ganz gut aus. So, und jetzt forme ich da kleine Brötchen draus. Aber ich könnte, wenn ich ja schon nebenbei jetzt Dummheiten laber,
Während ich hier dabei bin, hier eben schnell meine Brötchen zu formen, könntet ihr ja, wenn euch unsere Videos gefallen und unser Channel euch gefällt, uns abonnieren, das Glöckchen anmachen, einen Daumen nach oben geben, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Habt ihr irgendwelche Fragen, irgendwelche Anregungen, schreibt sie unten gerne rein. Ich beantworte Fragen gerne und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was wir mal kochen sollen, kein Problem. Dann versuchen wir das mal irgendwie umzusetzen. So, meine Brötchen sind jetzt leider nicht ganz so gleichmäßig geworden, wie ich mir das ganz so gewünscht habe. Was für ein extremer Winkel. Aber wir probieren es mal aus. Ich tue jetzt mal meine Brötchen hier auf mein Teil und es klingelt an der Tür. Treten Sie näher. Ich habe sofort ein Auge und ein Ohr für dich. So, kleine Pause, Nachbar war kurz da. Also, unsere Brötchen liegen jetzt hier auf meinem Blech. Ich habe da so eine Barbecue-Unterlage, die benutze ich immer gerne darunter. Die habe ich da jetzt wieder drunter getan. Ich tue jetzt meine Brötchen in den Backofen für 35 bis 40 Minuten, bis sie goldbraun sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Kamerafrau ist auch wieder am Start. Es sind mittlerweile 45 Minuten um und meine Brötchen sehen richtig genial aus. Ich nehme die jetzt hier einmal kurz raus. Sehen die nicht schön aus? Ich finde die klasse. Wow, richtig toll. Ja, finde ich auch. Wahnsinn. Das war's mit meinem Video von meinen glutenfreien Low Carb Brötchen. Die sehen doch richtig genial aus. Ich werde die jetzt noch mal eins aufschneiden. Das werde ich euch dann hier noch mal einblenden, damit ihr die noch mal sehen könnt. Die sind natürlich jetzt noch mega heiß. Kann ich die natürlich nicht aufschneiden. Und ich will jetzt gleich das nächste Video für uns drehen. Ja, wie ich vorhin schon sagte, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie unten gerne rein. Habt ihr Anregungen, schreibt sie auch unten gerne rein. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns. Ein Hoch auf meine Kamerafrau, dass sie wieder da ist. Ich freue mich. Und ich sage tschüss. Meine Kamerafrau und der Frank von footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Video, was wir jetzt gleich anfangen zu drehen. Bis dann. Ciao. The right brain drives me